Da bei mir der Kuno Launer von Zürich West, Sänger und Texter. Mhm. Hallo zusammen. Ist auch noch Sali da. Salut. Kuno, wir haben gerade die letzten Vorkehrungen getroffen, was das heutige Konzert anbelangt. Ist alles okay? Klappt? Ja, ich hoffe es. Also unsere Crew ist einfach ziemlich eingespielt und die Soundchecks gehen nicht mehr so lange wie früher. Und ich glaube, es hat schon Hall. Es ist viel besser in dieser Hall, hat es mir gedacht. Aber das geht mit den Leuten vielleicht noch weg. So ein Soundcheck, ist das wirklich nur so, um die Instrumente richtig einzustellen? Oder um was geht es konkret? Ja, es geht schon darum, dass Techniker kommen irgendwie morgen oder Mittag, sie sind gekommen, stellen alles auf, das Licht einchecken und so. Und dann, wenn wir kommen, geht es schon nur noch darum, dass der Mischer vorne Verhältnisse noch abstimmen und ein bisschen Equalize, was stimmt und so, dass es nicht pfeift und so. Und für uns ist es auch wichtig, noch schnell auf die Bühne zu stehen, schauen, ob alles gut aufgestellt ist und schnell hören, ob alles tönt und so. Das ist auch ein bisschen das gehört auch zum Ritual von so einem Konzert. Schnell noch ein, zwei Stück spielen und so. So von der Räumlichkeit her spielt es keine Rolle. Schauen Sie nicht, wo soll ich nachher herstehen, wo soll ich schauen und so. Ja, das ist dann mit den Leuten drin irgendwie. Da geht es einfach plötzlich ab und dann machst du, wie es kommt. Es hat schon jeder seine Monitor im Boden, er sich gehört gut und hat schon jeder seinen Platz, der für ihn der Sound am besten ist. Aber wenn nicht die Leute da sind, irgendwie drückst du einfach ab. Dann kommt es aber schon gut. Es geht noch ein paar Stunden und dann fängt das Konzert an. Ist er so hinter der Bühne, wartet, bis er rauskommt. Und dann hören er bereits irgendwie die Leute schon, das Publikum rumoren. Wenn er dann so langsam reinkommt, wie fühlst du dich? Was denkst du? Wo schaust du zuerst her? Das ist aber... Am Anfang schaue ich gar nicht so richtig in die Leute. Am Anfang ist es aber so, wir sind so mit einem Stück gehabt, zuerst nur der Küsse und der Gere auf der Bühne sein und dann die anderen gehen dann nah bis nah rauf und ich muss am Schluss mit dem Megafon daherkommen. Und dann schaue ich aber im Moment zuerst in die Leute raus, was mir wohl ist, dort oben, wenn ich alles höre und nach ein, zwei Stücken vorher. Ja, tue ich aber mehr so ein bisschen für mich, dass ich nicht zu nervös wird. Aber ich weiß nicht, nach zwei Songs gut läuft, dann schaut man dann schon, was für Leute da sind. Hat man jemanden kennt und so, hallo. Ist dir noch nie passiert, dass du am liebsten irgendwie rechts um Kehr gemacht hättest und wieder vereist wärst? Mal schon manchmal. Es gibt so Abende, wo du einfach denkst, oh, heute schaffe ich es nicht. Und dann, aber es kommt dann eben sehr auf die Leute drauf an. Die Leute helfen einem dann schon, wenn du merkst, hey, die sind wegen uns gekommen, sie sind gut drauf und so, dann geht es dann gut. Aber so am Anfang ist es manchmal schon ein mulmiges Gefühl. Du gehst noch 7 Mal ein bisschen vor der rauf musst und so. Es ist, aber man gewöhnt sich auch ein bisschen dran. Das erste Konzert vor der Tournee ist aber wahnsinnig schlimm, aber jetzt sind wir ziemlich gut im Rhythmus. Jetzt hat eigentlich nichts passiert. Ist dir noch nie in diesen vielen Jahren passiert, dass ihr während dem Konzert oftmals das Gefühl gehabt, hey, das ist jetzt schlimm, jetzt will ich aufhören, jetzt laufe ich davon? Mal, wenn du so Textpannen hast, oder wenn du so, manchmal kommst du einfach nur allein vor, der Top. Also nicht die Band ist schon da, aber manchmal, wenn die Leute nicht so reagieren, wie du gerne hättest, oder manchmal hat so irgendein Depp im Publikum, der ständig Scheiße auf und einfach reinruft und so. Es gibt einfach so Situationen, wo du denkst, ja, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, da könnte ich heute Abend etwas Besseres machen. Mhm. Oder eben zum Umgekehrten, wenn du selber schlecht bist, wenn du Texte vergisst oder irgendwie plötzlich nach dem 7. Stück merkst, dass du den Hosenladen offen hast oder so etwas, dann denkst du schon, ui, heute ist auch nicht mein Abend. Aber das passiert ja relativ selten. Du hast ein Konzert von ihm miterlebt. Du gehst richtig auf deine Leute ein, du redest mit dem Publikum und so. Ist da nie, also ich meine, musst du nicht konzentrieren? Wie tust du das mit dir vereinbaren, dass du Text noch kannst? Bei mir ist es so wie ein Ablauf. Einfach mir passieren immer dann die Fehler, wenn ich unsicher bin oder wenn ich zu viel überlege im Kopf. Aber wenn das Konzert irgendwie anfängt zu laufen und alles geht gut, ich weiß nicht, ob ich dafür einen Chip im Kopf habe, aber dann funktioniert das. Dann muss ich, je mehr das ich überlege, je mehr Fehler mache ich eigentlich. Mhm. Und auch mit den Leuten reden, ich überlege mir nie, bevor ich auf die Bühne gehe, was erzähle ich jetzt heute. Dann gibt es Konzerte, wo ich fast nichts sage, und bei anderen Konzerten, ja, dann suchst du den Dialog. Und es gibt auch Publikum, was gut ist, wenn du mit ihnen redest, wenn sie ein bisschen schüch sind und so am Anfang. Das ist aber gut, wenn du zwischen ihnen einen Spruch machst und bei anderen Publikum sagst du halt eher nichts. Das ist immer ein bisschen anders. Also probierst du ein bisschen
herauszufinden, was jetzt für den Abend gut ist. Ja,